Dieses kleine Teil hier ist ein Massenspektrometer. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was das für eine Tablette ist. Lege die hier rein, stecke das oben drauf, drücke drauf. Jetzt wird per Lichtuntersuchung abgeglichen, um was es sich eigentlich wirklich handelt. Und siehe da, das Ergebnis ist da. Es handelt sich um Ibuprofen. Ein anderes Gerät, das sich digitalisiert hat, ist das Spirometer. Ein Gerät, mit dem ich die Lungenfunktion überprüfen kann. Im Krankenhaus ein relativ aufwendiger Kasten. Jetzt hier so minimal klein und kann haargenau das Gleiche machen. Es war ein bisschen kurz gewesen, aber trotzdem habe ich schon eine Interpretation. Kann nämlich mein Lungenvolumen messen und auch, wie sich es im Laufe dieser Aufzeichnung hier verhalten hat. Es gibt auch so aufregende Sachen wie Armbänder für zum Beispiel eine Smartwatch. Dieses Armband hier hat ein kleines Feld vorne dran, so ein kleines silbernes Feld. Und damit kann ich ein komplettes EKG ableiten. Es gibt aber auch sehr simple Anwendungen, zum Beispiel, dies ist eine elektrische Zahnbürste. Das ist nicht irgendeine Zahnbürste, sondern diese elektrische Zahnbürste kann auch wiederum drahtlos verbunden werden mit meinem Mobiltelefon. Und die kann über einen Sensor feststellen, wo überall ich richtig geputzt habe und wo nicht. Und zeigt mir dann also später an, wo möglicherweise noch Zahnbelege auf den Zähnen drauf sind und fordert mich dann auf, dort auch nochmal richtig hinterher zu putzen. Wer sich nun allerdings davor fürchtet, dass das Krankenhaus oder auch Medizinpraxen menschenleer sein werden, der täuscht sich. Es werden nach wie vor Menschen im Gesundheitswesen arbeiten. Die Frage ist nur, welche Qualifikation haben sie? Müssen sie zwangsläufig Ärzte mit einer Approbation sein? Oder werden nicht auch viele neue Gesundheitsberufe entstehen?